Der Audi Star Talk. Sportstars hautnah erleben. Deutschlands einzige Sport-Personality-Show. Der Audi Star Talk. Macht natürlich immer Bock auf mehr. Und heute aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Wunderschönen guten Abend. Super gelauntes Publikum hier bei uns. Schönen guten Abend zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Wir melden uns aus der wunderbaren Stadt Mönchengladbach. Genauer gesagt eben aus dem Borussia-Park, der Heimat des Vereins, der ohne Zweifel mit die größten Kapitel in der deutschen Fußballgeschichte geschrieben hat. Wir wollen noch mal ein bisschen eintauchen. 5 Meisterschaften haben sie geholt mit den großen Heronen wie Berti Vogts oder auch dem Trainer Udo Lattek, dem wir auf diesem Wege auch alles Gute wünschen. Natürlich darf er nicht fehlen, Hennes Weisweiler, der legendäre Trainer, nachdem die Allee hier vom Stadion benannt ist. Die berühmten Fohlen mit Rainer Bonhoff und vielen mehr. Sie haben den Offensivgeist der 70er geprägt. 2-mal UEFA-Cup-Sieger waren sie auch, 3-mal Pokal geholt. Jupp Heynckes, unvergessener Stürmer, und der Mittelfeldheld Günther Netzer. Jetzt schicken sich 2 Männer an, an diese großartige Tradition anzuknüpfen. Und sie sind heute unsere Gäste. Hier sind Lucien Favre und Max Eberl. Wir merken, das Publikum ist bestens drauf, alle gute Laune. Wenn man so diese Bilder sieht, man bekommt ja schon als Gladbach-Fan, glaube ich, auch immer wieder eine Gänsehaut. Sie haben ja tagtäglich eigentlich in Ihrer Arbeit so ein bisschen auch immer mit dieser großen Tradition, mit dieser Fußballbegeisterung hier auch in Mönchengladbach zu tun. Wie sehr, Lucien, ist das für Sie Leidenschaft? Wie sehr feuert Sie das auch an? Ja, diese Bilder zu sehen. Ja, und auch generell zu spüren jeden Tag, dass die Fans hier in Gladbach eben in einer echten Fußballstadt leben. Ja, unsere Fans sind unglaublich, muss ich sagen, seit ich da bin. Das ist fantastisch, die Unterstützung von unseren Fans, Supporter. Das Stadion war fast immer voll und das ist perfekt. Wir wollen das weiter, das ist klar. Na klar, ich glaube, die Fans wollen das auch, werden euch weiterhin unterstützen. Max, wie ist es für Sie? Sie sind ja schon etwas länger als Lucien hier in Gladbach. Sie sind, glaube ich, als Urbayer trotzdem schon total verwoben, oder? Mittlerweile. Ich bin mittlerweile 14 Jahre hier und fühle mich halt sehr, sehr wohl. Und das, was du angesprochen hast, du wirst tagtäglich damit konfrontiert. Jetzt haben wir mit Rainer Bonhoff im Präsidium und Herbert Laumann im Ehrenrat 2 Recken, die diese Zeit erlebt haben. Und man wird immer wieder daran erinnert, und es ist Ansporn. Es ist Ansporn, diese Art des Fußballs, diese Identifikation der Leute mit dem Spiel, mit der Mannschaft, das treibt uns an und das versuchen wir natürlich auch auf den Platz zu bringen. Mhm. Dieses ganz besondere Gladbacher Flair, da gab es für mich einen Moment in diesem Jahr 2013, wo das für mich auch ganz besonders spürbar war, auf eine ganz, ganz intensive Art und Weise. Für mich einer der Fußballmomente in 2013, und zwar als Jupp Heynckes hier war und hier vom Gladbacher Publikum verabschiedet wurde. Einer der ganz großen Heroen natürlich von Borussia Mönchengladbach, der hier als Spieler unglaubliche Erfolge gefeiert hat, der Trainer hier war. Und der dann auch eine Pressekonferenz für die Ewigkeit gegeben hat. Da wollen wir noch mal kurz reingucken. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans und Zuschauern für den wunderbaren Abschied, weil ja, das zeigt mir, dass das meine Heimat ist. Das war wirklich Gänsehaut. Sie waren, glaube ich, neben ihm gesessen und haben dann auch kurz eben auf die Schulter geklopft. Ja. Das nimmt einen auch mit als Kollege, oder? Auch wenn man lange in diesem Geschäft ist? Ja, ich war neben ihm. Ein magischer Moment, ja? Ja,
Das war sehr emotional natürlich, das kann ich verstehen. Das war sein letztes Spiel nach dieser tolle Saison, das ist klar. Aber er hat das gut gemacht, mit 68 aufzuhören, richtiger Zeitpunkt, perfekt. Und ich bin enorm zufrieden für ihn. Max, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Jupp Heynckes eine outstanding Persönlichkeit in der Welt des Fußballs ist. Hat es denn, seitdem er jetzt aufgehört hat, er wohnt ja hier in der Nähe, auch mal Kontakte schon auch mit dem Verein Borussia Mönchengladbach gegeben? Gibt es vielleicht sogar Überlegungen zu sagen, so ein toller Mann, dem kann man vielleicht in irgendeiner Ehrenposition, in einer Ehrenfunktion auch ein bisschen an den Verein binden? Ich glaube, die entscheidenden Leute sitzen dann hier im Auditorium. Ja, dann können wir gleich mal fragen, wenn ich mal um ein Handmikrofon bitten darf für Herrn Königs. Das kriegen wir, glaube ich, ganz kurz hin. Aber ganz Applaus erstmal, der Präsident sitzt hier bei uns in der ersten Reihe. Ja, können wir nicht vergessen. Herr Königs, schönen guten Abend erstmal, da kommt Ihr Mikrofon. Ja, dann vielleicht auch direkt an Sie die Frage, weil ich finde, die drängt sich einfach auf, auch gerade wenn man die Bilder gesehen hat und auch gespürt hat, wie sehr sich Jupp Heynckes auch mit diesem Verein identifiziert, auch mit den Fans, was da für eine Magie sozusagen auch zwischen denen entstanden ist. Ist es für Sie denkbar, auf ihn zuzugehen und hier einzubinden? Also, er wohnt hier in der Nähe, wir wissen, wo er wohnt, wir wissen auch, wie das innen aussieht bei ihm, ich nehme in an, seinem schönen Haus, ganz ruhig gelegen. Er kümmert sich dann um seine Hunde, um die Schäferhunde, um seinen Schäferhund. Der Kontakt zu Jupp Heynckes ist nie abgerissen. Wir haben immer den Kontakt gehalten. Das war von beiden Seiten, von ihm und auch von uns. Egal, wo er gearbeitet hat. Und nachdem er jetzt aufgehört hat, haben wir ihn erstmal in Ruhe gelassen. Das ist die Antwort. Das heißt, das muss nicht so bleiben, dass Sie ihn in Ruhe lassen? Das muss nicht so bleiben. Ja, okay, gut. Danke Ihnen erstmal für diese Antwort. Lieber Jupp, Sie merken, hier immer willkommen. Aber ich möchte trotzdem noch was dazu sagen, weil du mich ja gefragt hast, ob es schon eine Begegnung gab. Ja, es gab eine, als wir zusammen hier beim Konzert von Bruce Springsteen waren. Und ich muss sagen, ich habe selten Jupp Heynckes so gelöst gesehen, mit Schunkeln, mit den Liedern, die ich gar nicht alle kannte, aber er kannte sie, Gott sei Dank, und Lüsschen auch. Und sie waren beide zusammen und es war wirklich ein schöner Moment. Spielt Jupp Heynckes Luftgitarre auf Born in the USA? Er hat mehr getanzt, Luftgitarre. Er hat getanzt. Ja, mit drei Titeln würde ich auch tanzen. Das kann alles noch kommen, dazu kommen wir vielleicht später, aber warum nicht gleich jetzt an dieser Stelle, ist denn, ich meine, wer so eine große Vergangenheit hat, der träumt auch davon, wieder so eine große Zukunft zu haben. Ist es für Sie persönlich auch eine Vision, dass Sie eines Tages auch mal sozusagen in der Ahnengalerie der Gladbacher Titelsammler auftauchen? Nein, das ist nicht mein Traum, das wäre gut, aber es gefällt mir hier zu arbeiten. Für mich, als ich noch sehr jung war, Gladbach war eine meiner Lieblingsverein, zusammen mit Liverpool in 1970. Und das ist eine tolle Erinnerung für mich. Das ist schon eine Ehre für mich, diesen Verein zu trainieren. Auch wenn Sie beide vielleicht jetzt in Ihrer verantwortlichen Position hier bisher noch keinen Titel holen konnten, aber das kann ja alles noch kommen, haben Sie trotzdem schon sehr, sehr viel geleistet für Borussia Mönchengladbach. Und wir wollen Sie beide jetzt mal ein bisschen näher vorstellen als zwei Typen mit Ecken und Kanten, aber natürlich auch immer einem gemeinsamen Ziel. Sebastian Stölzl, Anja Häberle und Arnold Stieg. Gladbach im Herbst 2013. Ein Verein, der Anlass zum Träumen gibt. Platz 6 in der Liga mit Potenzial für mehr. Zu Hause eine Macht, spielerisch mitunter schon Extraklasse. Eine Mannschaft, der sie ihr Gesicht gegeben haben. Max Eberl und Lucien Favre. Wenn man sieht, wie die Mannschaft sich entwickelt hat, wie wir jetzt Fußball spielen im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, das ist schon ein Riesenunterschied. Da kann man nur einen Hut vorziehen, was wir geschafft haben, zusammen mit dem Trainerteam, mit dem Max. Max Eberl, seit 1999 im Club, 137 Erst- und Zweitligaspiele für Gladbach. Ein Rechtsverteidiger, der zur Stelle ist, wenn man ihn braucht. Hans Meyer, als sein Trainer damals, hat immer gesagt, der Max Eberl, das ist ja gar kein Fußballspieler, das ist ein Handwerker. Also es war ein besonderer Typ, das war ja so ein Terrier und das hat er gut gemacht. Ein Thema, um das wir an dieser Stelle leider nicht herumkommen, seine Abschlussqualitäten. Und Eberl! Tore? Null. Ich glaube, nach meinem ersten Tor bin ich schon zu ihm gegangen und habe gesagt, dass ich jetzt eins mehr habe als er. Klar, ich bin stolz, dass ich mehr gemacht habe als Max. Der 2005 seine Profikarriere beendet. Dann haben wir gesagt, Herr Eberl, kommen Sie mal, setzen Sie sich doch mal. Und dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, so, ab jetzt, wenn wir ins neue Stadion gehen, übernehmen Sie den Posten des Jugendkoordinators. Ein Job, den Eberl 3 Jahre lang erfolgreich ausübt. Nicht zuletzt, indem er Hermann und Janschke als Jugendliche zu Gladbach holt. Und demzufolge hat er mich mehr oder weniger entdeckt, gefördert und ja, wir sind peu à peu fast zusammen aufgestiegen.
Denn 2008 wird Eberl zum Sportdirektor befördert. Die nächste Transferperiode, eine, die sich sehen lassen kann. Arango, Neustädter und Reus, drei Topstars der Liga. Allesamt für wenig Geld geholt. Max hat wieder auch viel Stabilität im Verein reingebracht. Und weil ich denke, vor allem die ersten Jahre, wenn ich auch hier gespielt habe, war ein Kommen und Gehen von Spieler und Trainer. Mittlerweile ist der letzte Trainerwechsel schon 2,5 Jahre her. Für Michael Fronzek kommt 2011 Lucien Favre, der Gladbach 12 Spieltage vor Schluss als Tabellenletzter übernimmt. Max hatte, glaube ich, nie den Kontakt seinerzeit zu Lucien Favre verloren, auch als er Berlin verlassen hatte. Er wusste und er war auch davon überzeugt, dass Lucien Favre derjenige war, der mit jungen Spielern arbeiten kann. Der Rest ist längst Legende. Über die Relegation schafft Gladbach doch noch den Klassenerhalt und darf am Ende feiern. Lucien Favre hat das Unmögliche doch noch möglich gemacht. Normalerweise hätte er nie dahin gehen dürfen, aber er hat das gemacht und hat die gerettet. Das war ja schon wie eine deutsche Meisterschaft mit Bayern München. Das muss man genauso anerkennen. Fragt sich nur, wie hat er es gemacht, der Schweizer? Erklärungsversuche. Favre ist ja ein Künstler. Lucien Favre zeichnet sicherlich aus, dass er sehr detailreich und bis ins Kleinste eben alles analysiert. Er verlangt sehr viel von seinen Spielern, Tag für Tag. Und das bringt natürlich, egal ob ein Spieler jetzt 16, 18 oder 30, 35 Jahre alt ist, bringt einen immer weiter. Es ist nicht immer einfach zu verstehen. Man muss im Prinzip alles wissen bei ihm. Ja, aber demzufolge sieht man auch, was rauskommt auf dem Platz. Die Detailbesessenheit macht, glaube ich, den Unterschied aus. So viel von denen, die Favre täglich bei der Arbeit erleben. Doch was sagen die, die ihn schon viel länger kennen? Um das zu erfahren, geht's in die Berge. Zur Partie Vaduz gegen Servett in der zweithöchsten Schweizer Liga. Hier treffen wir Sportjournalist Daniel Visontini und Lucien Favres Sohn Loïc, der Sportchef bei Servett ist. Er ist ein Perfektionist. Er arbeitet sehr viel. Das ist klar, er lebt Fußball und er liebt Fußball. So sehr, dass er auf jedes Detail achtet. Wirklich jedes. Jede kleine Sache ist sehr wichtig für ihn. Ich meine, wenn ein Spieler schuss das Ball, es macht einen Lärm. Lucien Favre hört dieses Lärm, um zu wissen, wo das Ball war gut geschießt oder nicht. Valentini kennt Favre, hier mit Rummenigge bei Servett, schon als Spieler. Er war eine echte Nummer 10. Der nimmt das Ball und macht etwas unglaublich mit. Unglaublich fokussiert. So kennen wir den Trainer Favre. Wie aber ist der Mensch abseits des Platzes? Er ist sehr einfach als Typ. Er braucht nicht ein großes Auto, ein Flugzeug oder so. Er mag Natur, mag Spaziergang, Radfahren. Er mag sehr viel einige französische Filme, das ist klar. Und wir lachen sehr viel über diese Filme. Er ist vielleicht ein bisschen zu viel Perfektionist für mich. Beruflich indes zahlt sich Favres Perfektionismus aus. Platz 4 in der zweiten Saison mit Gladbach. Und phasenweise Fußball zum Verlieben. Arango, Außenrisspässchen. Mann, 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 Mann. Die Kehrseite? Bayern, Dortmund und Schalke schlagen zu beim Überraschungsteam der Liga. Drei Abgänge sind zu verkraften. Ein Neuaufbau muss her, der mit Platz 8 durchaus gelingt. Auch wenn es manchem Kritiker nicht schnell genug geht. Und in dieser Spielzeit? Es soll weiter nach oben gehen. Denn die Perspektive stimmt. Auch langfristig. Ich bin sicher, dass wenn sie so weitergehen, ja, ein Tag sie werden einen Titel. Ich habe keine Zweifel über das. Na das, meine Herren, ist doch mal eine Ansage. Haben Sie sich gerade schon zugeflüstert, wann Sie diesen Titel holen, oder? Max, was hast du geflüstert? Der Lüschen hat den Ohren nicht getraut, der hat nochmal nachgefragt, was hat er wirklich gesagt. Ja, wenn man einen Sohn in die Welt setzt, ja. Ja. Was hat Ihr Sohn gerade gesagt? Sie sind manchmal zu sehr Perfektionist, ja, da haben Sie sehr gelacht. Ist das zu Hause auch so? Muss die Gabel immer genau richtig liegen? Und
Ich war sein Trainer. Oh. Ja, ja, in Yverdon. Aber schon lange, 1999. Ich bin nicht so perfektioniert wie vorher. Die Priorität zählen. Ja. Vorher, ja, es war ja, sehr akribisch, sehr perfektioniert. Mhm. Aber er hat recht. Jetzt wäre ich übrigens ein schlechter Journalist, wenn ich natürlich nicht nochmal nachhaken würde, wenn Ihr Sohn schon davon überzeugt ist, dass Sie bald einen Titel holen. Also, wann ist es denn soweit? Ja, wir haben das kommuniziert. Es war vor einem Jahr ein neuer Aufbau, eine Aufbau dauert. Und wir haben diesen neuen Aufbau angefangen. Und wir wollen Step by Step weiter diesen Aufbau machen. Und es braucht seine Zeit. Also er gibt jetzt den Defensiven, du haust ja jetzt bestimmt mal einen raus, oder? Wir sehnen sich alle nach einem Titel. Ich sag mal, wir alle haben gespielt und arbeiten, um irgendwann mal, ich sag's mal, so ein Blechding in der Hand zu haben. Also deswegen arbeitet man im Fußball. Natürlich gibt es auch die Realität. Uns wird ja manchmal vorgeworfen, wir sind zu realistisch und zu kalt berechnend. Nee, wir sind einfach nur, wir sehen die Situation. Trotzdem wissen wir, was dieser Club bedeutet. Wir wissen aber auch, dass es schwer ist, so einen Titel zu holen. Aber andersrum, es gibt natürlich auch einen Wettbewerb in Deutschland, der relativ kurz ist, wo wir dieses Jahr, wenn man das Negative nimmt, leider schon draußen sind. Wo sie nächstes Jahr wieder angreifen. Wo man nächstes Jahr wieder angreifen kann. Aber das ist, wenn man jetzt mal die Titel nimmt, der wahrscheinlichste von allen, der irgendwann mal greifbar ist. Mhm. Aber deswegen arbeiten wir, wie gesagt. Aber man sieht den Unterschied. Der ist der kühne, besonnene und ich bin der Verwegene. Manchmal vorprescht, wo er sagt, Max, bleib mal ein bisschen ruhiger. Aber deswegen ergänzen wir es auch ganz gut. Ja. Und wenn er den Pokal gewinnt, dann seid ihr, glaube ich, beide sehr glücklich. Lassen Sie uns ein bisschen auch persönlich sprechen. Sie kommen aus Saint-Barthélemy. In der Schweiz ein... Saint-Martin. Ja, ich spreche leider über Französisch, aber Sie helfen mir. Alle haben ein Problem zu pronunzieren. Es ist wirklich, sehr, sehr schwer. Ja, ja. Könnte auch daran liegen, dass es vielleicht nicht so oft in der Zeitung auftaucht, weil nur 700 Menschen da wohnen. Davon habe ich mir sagen lassen, sind 58 Familien Favres. Nein, nicht jetzt. Damals, wo wir waren, nur 200 im Dorf. Ah, damals 58 Familien Favres. Ja, damals waren viel. Waren eine Mannschaft, es war nur Favre. Vom Torhüter bis Linksflügel auch die drei auf der Bank waren Favre. Jetzt sind, ich glaube, keine Favre mehr. Das ist unglaublich. Das ist ja Wahnsinn. Wir müssen mit Ihrem Sohn reden, er muss nachlegen. Ja. Wir haben auch ein paar schöne Bilder übrigens von Ihnen aus jener Zeit. Panini-Sammelbilder, ein bisschen die Ahnengalerie, Lucien Favre. Nein, zeige das nicht. Das geht besser. Ja, das ist besser, gell? Ja. So, jetzt kommen dann langsam, aber sicher kommen mal so ein bisschen Haare auch dazu, also längere Haare. Und was würden Sie sagen, meine Damen und Herren, noch kein Schmuck, oder? Der junge Favre, oder? Lucien, kurzer Einschub. Sie sind, ich glaube, das darf man schon sagen, Sie sind ja auch mit Leidenschaft Schweizer. Da war es natürlich jetzt klar, muss ich jetzt dann trotzdem kurz fragen, dass man natürlich jetzt auf die Idee gekommen ist, weil Hitzfeld ja jetzt wohl aufhört nach der WM, dass man auf Sie zukommt und sagt, Mensch, Lucien Favre, wollen Sie den Job hier nicht machen als Schweizer Nationaltrainer? Können wir heute vermelden, Sie bleiben der Borussia erhalten und werden nicht Schweizer Trainer? Ja, momentan nicht, das ist sicher. Ich habe einen Vertrag bis 2015 und es gefällt mir, in die Bundesliga zu arbeiten. Ich werde nicht in 2014 Trainer von Nationalmannschaft in der Schweiz. Das können wir festhalten. Ja, es ist besser für mich hier, es gefällt mir zu arbeiten mit allen. Ich bin ein Mensch, der braucht ein wenig Zeit. Am Anfang habe ich immer, ich bin nicht einfach. Am Anfang, aber nach ein, zwei Jahren, ich fühle mich viel besser. Und deshalb, es gefällt mir hier zu arbeiten. Und deshalb kann ich so sagen, ich werde nicht Trainer in der Schweiz in 2014. Und? Freut euch, oder? Denke ich mir. Sie wirken im Fernsehen, Lucien, wenn ich das sagen darf, immer sehr ernst und sehr konzentriert natürlich auch auf die Sache. Sie sind aber wahrscheinlich, da frage ich jetzt mal den Max, weil der ja auch viel mit Ihnen zu tun hat, er hat manchmal schon auch den Schalk im Nacken, oder? Er ist
nicht Perfektionist, muss ja vorsichtig sein, aber er ist, was den Fußball angeht, unglaublich akribisch und unglaublich detailversessen. Aber ich muss sagen, es gibt auch unglaublich viele lustige Momente. Meistens, wenn man dann entspannt ist, wenn dann auch mal wirklich ein bisschen Druck aus dem Kessel ist oder es auch mal Pause ist oder mal ein Spiel gewonnen ist und man sieht sich einen Tag später. Also es gibt da sehr, sehr viele lustige Momente. Er hatte schon übrigens als Kind auch so seine Lausbuben-Momente. Sein Sohn hat ihm da eine sehr nette Geschichte erzählt. Da wollen wir mal kurz reinhören. Es geht um einen Mofa-Helm, den er in der Klasse getragen hat. Er war in der Schule, er hat mir gesagt, sie waren jung, sie waren ein bisschen blöd, aber er hat von Beginn der Lektion mit dieser Sache auf den Kopf und der Lehrer hat gesagt, hey, du musst das, wie sagt man, weg. Und mein Vater hat mir gesagt, was? Und ich konnte natürlich nicht hören, was die Lehrer hat gesagt, weil er hatte das auf Kopf und das war lustig für mich. Sie können es jetzt zugeben, es ist lange genug her, Sie haben damals einen Verweis bekommen, oder? Verweis. Das ist eine Ermahnung. Der Max und ich kennen uns damit gut. Eine Ermahnung bekommen. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, natürlich. Eine gelbe Karte. Nein, mehr. Fast mehr. Ja. Wie heißen? Ja, ich erinnere mich an diese. Sehr schön. Aber es war eine schöne Zeit. Und dann gab es noch die Anekdote mit der ersten Zigarette. Auch eine sehr nette Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Sie waren, glaube ich, mit der Tochter. Von wem waren Sie Ihre erste Zigarette rauchen? Und dann haben Sie hinterher gesagt... Wer hat das erzählt? Dann hat er hinterher gesagt, ja, es war eine ziemlich gefährliche Nummer. Er hätte echt ins Auge gehen können, aber sie war so hübsch, ich musste es tun. Nein, mein erste Zigarette, es war nicht so. Sie haben recht, das war mit der Töchter von meinem Lehrer. Sie war sehr. Jetzt verstehe ich, warum die Helme nicht ankam. Nein, das war nicht diese. Sie war sehr hübsch. Und wir waren in dem Wald so, wir können eins so. Und waren 12, 13. Puff, nachher sein Vater hat das gewusst. Das war schwer für mich. Ja. Keine Chance mehr. Aber die erste Zigarette, die ich geraucht habe, ich rauche nicht mehr seit langem, aber es war, ja, wie sagt man, mein Vater war ein Bauer und ich war so, wie sagt man, terrible. Terrible. Schrecklich. Schrecklich. Als Kind hat mir einmal, es war, wo die Kuh waren, an Kuh, Pferde und so. Die Kuh waren, du sitzt hier und ich war so. Er hat mir eine Zigarette gegeben. Das ist ein Skandal für einen Vater. Und ohne Filter. Es war damals Spezialzigarette. Der Rauch, ein Pfennig, dass du nicht mehr sprichst, einen Moment. Ein Monat. Ja, einen Monat, ja. Kannst du mir vorstellen, ja. Max, auch mal geraucht? Ja. Heute immer noch? Ich musste aufhören. Echt? Wegen ihm? Wirklich? Nein, ich habe geraucht, kein gutes Vorbild gewesen und mein Sohn zu Hause, Lüschen im Job, beide haben gesagt, ich soll aufhören und irgendwann hat die Vernunft gesiegt und ich rauche nicht mehr. Dein Sohn sieht man doch. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch. Mir musst du nichts erzählen, ich habe auch aufgehört. Ich weiß, wo sich das alles ablegt, aber gut, wir kriegen das noch in den Griff. Ich lese ja immer wieder, ich sage mal so im Halbjahresrhythmus, lese ich irgendwo im Interview, du möchtest abnehmen. Ja, ich habe auch gerade, deswegen musste ich gerade schauen, ich habe gerade eine Wette laufen mit unserem Ehrenratsvorsitzenden, dass ich bei der Weihnachtsfeier eine gewisse Kilozahl erreicht habe. Ich hink gemeinweit hinter meinem Plan. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich habe gehört, du hast im Trainingslager immerhin schon mal den Weg vom Hotel zum Trainingsplatz mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es ist immer die schönste Woche, wenn die Transfers getätigt sind. Man geht ins Trainingslager, man kann ein bisschen was machen. Wir sind ein bisschen gelaufen, ein bisschen Fußball gespielt. Aber es ist dann scheiße, wenn du nach dem dritten Tag einen Faserriss hast. Dann geht nichts. Ja, das ist sehr nett. Lüschen, eine Sache müssen wir noch klären. Ja. Sie sind ja ein Mann von großer Disziplin. Das ist bekannt und Ihre professionelle Einstellung ist bei 100%. Aber nicht immer. Stimmt es, dass Sie am Abend vor einem ganz wichtigen, ich glaube, es war ein Pokalspiel, Ihre Frau Chantal kennengelernt haben und es dann sehr spät wurde und Sie am nächsten Tag nicht wirklich gut gespielt haben? Ja.
Wer hat das erzählt? Hier wird gut gearbeitet. Ich muss meine Redaktion loben. Ja, aber ich war auch nur 15, 16. Ja, wir haben ein Foto übrigens auch, ne, von Ihrer Frau, die, glaube ich, für Sie bis heute ein ganz wichtiger Meilenstein, ein wichtiger Wegbegleiter ist für Sie. Stimmt das, dass sie für Sie auch immer zu Hause die DVDs programmieren muss, damit sie auch die Spiele eröffnen? Ja, Sie lachen über das Bild? Nein, aber es ist schon lange. Es war ich hatte jetzt die Angst, dass es nicht Ihre Frau wäre, aber ist es Ihre? Nein, das ist meine Frau. Beruhigt mich sehr. Ja, ja. Es war in Toulouse. Ja. Die Journalisten wollten ein Foto machen. Und es war mit der Trikot von der Nationalmannschaft, als ich Spieler war in Toulouse. Also ich würde mal sagen, Sie haben viel Glück gehabt. Danke, merci. Ja, Sie haben eine glanzvolle Karriere als Spieler hingelegt, haben dabei verschiedene Stationen durchlaufen und haben dann unter anderem auch mal das, Glück gehabt. Auf jeden Fall war es so, dass Sie sich, glaube ich, mit Karl-Heinz Rummenigge ein Zimmer geteilt haben bei Servette Genf. Und der Kalle hat uns davon einst mal berichtet. Er war schon als Spieler ein Mensch, der sich Tag und Nacht exklusiv mit Fußball und Taktik auseinandergesetzt hat. Er ist mir manchmal im Zimmer fast auf die Nerven gegangen, weil er mir dann erklären wollte, wie man morgen spielen muss und was der Trainer noch verändern muss. Und er hat auch permanent Diskussionen mit dem Trainer geführt. Also es war faszinierend, wie der sich mit dem Fußball auseinandergesetzt hat. Und es ist für mich auch kein Wunder, dass er Trainer geworden ist. Ich glaube, er wollte auch unterstreichen, dass es eben wirklich so ist, dass Sie jemand sind, der sich schon immer sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Auch die taktische Seite sozusagen des Fußballs, weil der Spieler nicht immer in der absoluten Ausführlichkeit so tun, dass Sie auch diese taktische Seite sehr in sich aufgesogen haben. Ich meine, jetzt muss ich mal ketzerisch fragen, hätten Sie denn Lust, mit ihm nochmal zusammenzuarbeiten? Wie gesagt, kommt jetzt zu uns in den Aufsichtsrat, oder? Ja. Es gefällt mir, hier zu arbeiten. Okay. Nein, aber ich kann das wiederholen. Wir haben darüber gesprochen, zusammen gesprochen. Wir haben auch langfristig Ziele. Und wir wollen das zusammen erreichen. Es wird dauern. Und es kann alles passieren im Fußball, Sie wissen. Das heißt nur, dass er dann länger bleibt als bis 2015, ne? Ist ja klar. Ist klar. Ja. Nein, aber es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, mit Kalle zusammen zu spielen schon. Ein Spieler wie Kalle, der war zweimal beste Europa, Fußballer in Europa und so. Und als Mensch war sehr angenehm. Für alle in Genf. Jetzt sind Sie Trainer mit Leib und Seele und wir wollen noch mal ein paar Bilder angucken, wie das so immer ist, wenn Sie mit Leib und Seele an der Linie herumfuhrwerken und Ihre Mannschaft in jedweder Form auch unterstützen. Ich glaube, Menschen, die Sie gut kennen, machen Sie da manchmal auch Sorgen um Sie. Was konkret ist es so, was Sie da manchmal auch so in Wut und Wallung versetzt? Ja, ich bin manchmal so, weil ich muss mit der Mannschaft leben, wenn sie während das Spiel. Das ist klar. Und, aber zum Beispiel, manchmal bin ich sehr ruhig, weil es bringt nicht, zu viel mit den Spielern zu sprechen. Sie hören dich nicht sowieso. Es ist zu laut. Aber du musst mit Geste zeigen, komm zu, geh dazwischen oder wir wechseln unsere Taktik. Sie müssen vorne so spielen, so statt so spielen. Ja. Wir spielen plötzlich mit einer Rote. Ich mache so, vier im Mittelfeld, aber so. Wenn ich sage drei, das wissen die Spieler. Mhm. Und das gehört dazu. Mhm. Manchmal war das nicht, manchmal weiß nicht. Es ist ein Gefühl, du musst das machen und sie brauchen ihn und ich brauche das für mich auch selbst, das zu machen. Das ist auch mental. Und ob es hilft, ja. Aber ich denke, es ist gut für mich auch und vielleicht für die Mannschaft.
Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann knöpfen wir uns mal Max Eberl ein bisschen vor. Da haben wir auch das ein oder andere vorbereitet. Wir werden zum Beispiel die Frage klären, warum Max doch relativ knapp immer an der Torschützenkanone vorbeigeschrammt ist. Das und mehr gleich hier bei uns im Audi Star Talk. Gleich intime Geschichten. Hans Meier sprang auf, wie von der Tarantel gestochen und beschimpfte mich. Und der Harmonietest. Rücken an Rücken. Herr Favre! Ja. Verpassen Sie nichts. Hier beim Audi Star Talk.